primal forces of nature, Mr. Hamlin, and I won't have it! What can we do for you, Jimmy? Dann lassen Sie uns anfangen mit dem zweiten Teil der Tricks, die Sie brauchen. Und was das Ganze mit Zimtschnecken zu tun hat, kommen Sie vielleicht auch noch drauf. So, jetzt wird es langsam spannend. Flat Spots. Damit meine ich leider nicht so schöne Berge wie den Tafelberg hier in Venezuela. Aber sowas Ähnliches gibt es leider in unseren künstlichen Neuronalnetzen auch. Und da ist es genauso anstrengend, damit umzugehen, als es ist, auf so einen Berg heraufzusteigen. Das Bildchen kennen Sie schon, ja, das ist so mein Standardbild für unsere Fehlerfläche. Mal zweidimensional visualisiert oder mal eindimensional visualisiert. Wir stellen uns vor, hier oben, wir haben zwei Gewichte und für jede Einstellung der beiden Gewichte haben wir einen bestimmten Fehler im neuronalen Netz. Und wir suchen den Punkt da unten, da wo es tatsächlich das Minimum, das absolute Minimum ist. Das heißt, wir bauen Optimierer, die irgendwo zufällig initialisiert anfangen und dann auf dieser Fläche da runterlaufen, so lange bis sie an der tiefsten Stelle sind. Eindimensional sieht man die Problemchen noch eher, deshalb zeige ich jetzt die Flatspots als erstes mal eindimensional. Ja, hier ist meine Fehlerfläche, ist jetzt eine Kurve, die eben Maxima und Minima hat. Ja, tatsächlich haben unsere neuronalen Netze Fehlerflächen, die sehr viele solche Minima haben. Das ist tatsächlich so. Ich habe hier mal eine rote Kugel angemalt, die soll quasi den Zustand darstellen, wo wir gerade sind bei unserer Optimierung. Also wenn wir zum Beispiel hier anfangen mit Optimieren, dann rollt die Kugel bergab, zack, und sie soll eigentlich dahin, da wo der rote Pfeil ist, da ist das Minimum. Wenn sie da runterrollt, dann bleibt sie da liegen. Also da sehen wir schon, die rollt nicht ganz ins Minimum rein. Wenn wir sogar vielleicht da drüben anfangen, weil wir ja zufällig initialisieren, könnte doch auch sagen, wir fangen da drüben an. Wenn wir dort anfangen, dann sehen wir, da werden wir ganz große Schwierigkeiten haben, da unten hinzukommen, weil dann müssen wir hier über diesen großen Berg drüber. Wie soll das gehen? Wenn wir immer bergab gehen, werden wir nie über den Berg drüber kommen. Also, das ist aber ein anderes Problem. Das sind nicht die Flatspots. Das ist das Problem, dass wir auf der Fehlerfläche auch mal bergauf gehen können müssen. Aber die Methoden, die wir erfinden, um die Flatspots zu umgehen, die helfen uns auch dabei. Das sind alles die gleichen Methoden. Es gibt ein paar einfache Tricks. Die kommen jetzt. Also, was ist der Flatspot? Der Flatspot ist typischerweise eine Stelle auf unserer Fehlerfläche, die einen kleinen oder gar keinen Gradienten hat, die null Gradienten hat. Ja, Sie erinnern sich an die Aktivierungsfunktion, die Sigmoid-Funktion, wenn wir einen großen Net-Input haben, Net-Input von 10.000, dann ist der Gradient, der da rauskommt, der ist praktisch null. Ja, da sitzen wir hier, da, ups, wo sind wir, da sitzen wir. Ja, hier, ja, ich gucke mal, von unten ist besser, ja, da sitzen wir. Und da geht es in keine Richtung runter, ja, ganz, ganz minimal in die Richtung geht es runter. So, jetzt machen wir unseren Gradientenoptimierer, der dem Gradienten nachgeht. Ja, so einen ganz winzigen Gradienten gibt es ja noch, also er geht in die Richtung. Und das Ganze noch mit der Lernrate multipliziert. Das heißt, der geht in ganz kleinen Schritten zock, 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 langsam runter. Ja? Das ist ziemlich ätzend und dauert ziemlich lang. Es ist nicht ganz so schlimm, weil immerhin, er kommt irgendwann da an. Und er kommt irgendwann sogar da unten an. Aber es dauert. Was kann man machen, damit es nicht so lange dauert? Naja, man könnte zum Beispiel die Lernrate groß machen. Ja? Wenn der Gradient klein ist, mache ich die Lernrate groß. Wenn ich die miteinander multipliziere, mache ich vielleicht trotzdem Schritte. Also ich habe hier mal eingezeichnet, große Lernrate, große Schritte. Und Sie sehen, jetzt hüpfen wir tatsächlich von unserem Flatspot weg mit riesen Schritten. Das Problem ist aber, wir hüpfen hier so halb runter und dann hüpfen wir darüber und dann sind wir weg. Ja? Das heißt, wir springen über das Minimum, das wir eigentlich suchen, einfach oben drüber und finden das Minimum nicht. Also, zu kleine Lernrate dauert ewig, zu große Lernrate findet das Minimum nicht. Was tun? Ja, klar.
Wir machen eine veränderliche Lernrate. Ja? Mal eingezahlt, wir fangen mit einer sehr großen Lernrate an hier. Wo sind wir da? Und machen große Schritte. Dann verlassen wir den Flatspot. Sehr schön. Und jetzt machen wir die Lernrate immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, sodass wir am Ende da unten landen. Wichtig natürlich, das muss irgendwie synchronisiert sein. Ja? Das Kleinerwerden muss zum richtigen Zeitpunkt passieren. Das ist nicht ganz so easy, aber mit 2, 3 Versuchen kriegt man das eventuell sogar hin, dass man dieses Kleinerwerden der Lernrate machen kann. Ja? Kann man leicht implementieren, man muss nur nach jedem Trainingsschritt die Lernrate ein kleines Stückchen verkleinern. Das ist ja ein Parameter, der da drin steckt. Kein Problem, das kann man machen und das funktioniert. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ist eine gute Strategie. Man kann auch hergehen und die Lernrate wenigstens in Stufen kleiner zu machen. Also zu sagen, ich trainiere 10 Epochen mit einer großen Lernrate und dann nochmal 10 Epochen mit einer kleinen Lernrate und dann nochmal 5 Epochen mit einer ganz kleinen Lernrate. Irgendwie sowas kann man auch machen. Geht auch, ja, damit man zunächst mal von den Flatspots entkommt. Und am Ende dann aber mit der kleinen Lernrate da unten das, die richtige Stelle finden kann. Auch das Problem mit dem da hinten anfangen ist möglich auf die Art und Weise, ja, wir machen große Schritte am Anfang, überspringen mit den großen Schritten die falschen Minima, überspringen mit den großen Schritten vielleicht sogar diese Zwischenhochs hier, ja, über die wir sonst gar nicht rüberkommen würden und da hinten, wo es nötig ist, ist die Lernrate wieder klein und führt uns da unten ins richtige Minimum. Also, Lernratenstrategie heißt das Stichwort, das ich Ihnen ans Herz legen will. Nicht einfach mit irgendeiner Lernrate arbeiten, sondern ganz, ganz häufig ist das eine super gute Idee, die Lernrate am Anfang groß zu machen und dann mit der Zeit immer kleiner. Wie gesagt, entweder direkt implementiert, bei jedem Schritt ein bisschen kleiner, oder wenigstens so stufenweise, dass man mal mit einer großen Lernrate anfängt und dann am Ende nochmal mit kleineren Lernraten zu Ende trainiert, sozusagen. Und das kann extrem viel bringen. Viele Leute vergessen das völlig und haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist dumm. Ja, ich habe hier ganz viele solche kleine Kapitel, die alle beginnen mit ein Wort zu, noch ein Wort zu. Das Dumme ist, die sind alle wichtig. Ist wie bei der Regularisierung. Man kann nicht sagen, ich mache nur das eine und das kann ich gut, sondern sie brauchen tatsächlich alles. Ja. Wenn sie nicht alles in ihrem Werkzeugkoffer haben, dann werden sie nicht sehr weit kommen. Deshalb kommen hier die ganzen Kapitel eben auch. Aber merken Sie sich auch bitte alle davon. Also, das war die adaptive Lernrate, die einfachste Möglichkeit, mit solchen Sachen umzugehen. Bevor wir jetzt weiterdenken, ein kurzes Wort dazu, wo die Flatspots herkommen. Ich hatte es ja schon gesagt, der Hauptgrund für Flatspots ist, dass unsere Aktivierungsfunktion keinen Gradienten mehr hat. Ja, der Gradient ist weg bei der Logistikfunktion. Sobald ich größere Werte habe, ist kein Gradient mehr da. Bei der ReLU haben wir zwar im positiven Bereich einen schönen Gradienten, dafür haben wir im negativen Bereich überhaupt keinen Gradienten mehr. Da ist es definitiv null, weil da geht man null aus als Wert. Das heißt, das ist tatsächlich nicht so gut. Die Lösung ist dafür aber auch relativ einfach. Flatspot Elimination heißt die Lösung. Ja? Also wir versuchen die Flatspots aus unserem Netzwerk zu verbannen, indem wir Aktivierungsfunktionen verwenden, deren Gradient nicht verschwindet. Und das kann man relativ einfach machen. Und zwar gehen wir einfach her. Ich habe hier mal direkt nicht die Mathematik hingeschrieben, sondern die Implementierung hingeschrieben. Ja, wir gehen einfach her und addieren zu unserer Funktion 0,01 mal x, also mal Net Input, noch dazu. Wie sieht die Funktion aus? Ich habe sie hier in Rot mit drüber gemalt. Ja, Sie sehen, die richtige Logistikfunktion, die geht hoch und wird dann immer ebener, immer ebener, immer ebener. Die modifizierte Logistikfunktion, die geht hoch und steigt dann langsam immer weiter. Das heißt, egal wie weit ich weg bin, ich habe immer den Gradienten, der mich in die richtige Richtung führt. Und ich sehe den immer noch, der Optimierer sieht den immer noch. Was dazu führt, dass der Flatspot nicht mehr flach ist, sondern dass der Flatspot immer eine Steigung hat, und zwar immer eine Steigung in die richtige Richtung.
Man nennt diese Aktivierungsfunktion Leaky, ja, weil die leckt ein bisschen. Statt dass die 0 gibt, tröpfelt da immer noch so ein bisschen was raus. Ja. Das gleiche kann man bei der Relu machen. Ja. Wenn wir die Relu nicht definieren als Maximum zwischen 0 und x, sondern als Maximum zwischen 0,01x und x, dann sehen Sie da hinten, Sie sehen den Effekt ganz wenig nur, ja, also in der Aktivierungsfunktion selber ändert sich praktisch nichts, dass da 0,01x steht auf der linken Seite, sieht man fast nicht, aber in der Ableitung sieht man es natürlich wieder. Der Gradient, der bleibt immer 0,01. Und damit haben wir auch wieder auf der Seite, auf der negativen Seite hier, einen Gradienten, der uns in die richtige Richtung führt. Also auch auf die Art und Weise kriegen wir die Flatspots weg. Das ist tatsächlich die wichtigste Form der Flatspot-Eliminierung, dass wir hergehen und unsere Aktivierungsfunktion Leaky machen. Das kann man mit jeder Aktivierungsfunktion machen und funktioniert immer. Ja, manchmal stört es auch. Aber ja. Es geht auch brutaler. Es geht auch brutaler. Und zwar die brutale Version der Leaky Aktivierungsfunktion ist die Manhattan-Funktion, Manhattan-Training. Ja, Manhattan, habe hier ein Bild, ist so rechteckig aufgebaut. Sie kennen die Manhattan-Geometrie, die keine Diagonalen kennt, sondern die immer nur entlang der Koordinaten geht. Und Manhattan-Training heißt einfach, wir berechnen den Gradienten ganz anders. Wir benutzen gar kein Autograd, sondern wir berechnen den vom Gradienten tatsächlich nur das Vorzeichen. Ja. Wir benutzen überhaupt nicht den Wert. Damit kann es auch nicht passieren, dass der 0 wird, weil das interessiert uns, sobald er ein Vorzeichen hat, Plus oder Minus, reicht uns das und wir gehen immer den gleichen Schritt, der wird nur durch die Lambrade Sigma bestimmt. Ja. Man kann ja für Sigma wieder eine Strategie machen. Am Anfang ein großes Sigma, am Ende ein kleines Sigma. Ein großes Eta, am Ende ein kleines Eta, also große Lambrade am Anfang, kleine Lambrade am Ende. Und die Richtung, von der nehmen wir nur das Vorzeichen und nicht die Schrittgröße, nicht die Größe vom eigenen Gradienten. Das ist natürlich ziemlich brutal. Ja? Das ist eine ziemlich brutale Sache. Wird auch relativ selten gemacht, funktioniert aber verblüffend gut. Probieren Sie es mal. Ich überlege mir, ob ich da nicht eine Übung dazu mache, um sich mal dazu zwingen, das zu probieren. Weil in vielen Fällen, wo neuronale Netze sich schwer tun zu trainieren, funktioniert das verblüffend gut und macht bessere Ergebnisse als, weiß Gott, wie komplizierte andere Lösungen. Und ist eine super billige, einfache Sache, schnelle Sache, weil man viel weniger rechnen muss. Manhattan-Training zur Flatspot-Eliminierung nicht vergessen. Ja? Nehmen Sie das auch mit auf in Ihren Baukasten der Möglichkeiten, die Sie haben. Jetzt wird es langsam, aber sicher ein bisschen komplizierter, aber hilft nichts, da müssen Sie durch. Alle Methoden müssen Sie kennen. Noch ein kleines Wort zu Flatspot Elimination, und zwar der Momentum Term. Was ist der Momentum Term? Der Momentum Term, der sagt, berechne den Gradienten ganz normal in dem Schritt und dann geh aber nicht um den Schritt, den du gerade berechnet hast, sondern nimm ein Stück vom letzten Schritt mit. Ja, das heißt, wenn ich im Zeitschritt 1 so einen Schritt mache und im Zeitschritt 2 wird ein ganz kleiner Schritt nur berechnet, dann gehe ich trotzdem einen größeren Schritt weiter, weil ich nämlich einen bestimmten Anteil von meinem alten Gradienten von der letzten Iteration nochmal mitnehme. Ja? Das wird angepasst durch diesen Parameter Alpha hier. Ja? Ich nehme den neuen mit 1 minus Alpha und ich nehme den alten mit Alpha mit. Also wenn ich Alpha auf 0,1 setze zum Beispiel, dann heißt das, dass ich immer 90% tatsächlich von meinem aktuellen Gradienten verwende, aber 10% vom alten Gradienten. In der Praxis kann man das Momentum ziemlich hoch machen. Also nicht auf 0,1, sondern auf 0,9 sogar. Oder 0,95. Das heißt, ich nehme
beim Training 95% vom alten Gradienten und nur 5% vom neuen Gradienten. Warum? Weil unsere neuronalen Netze in der Praxis tatsächlich sehr häufig große Flatspots haben. Ja, die haben große Tafelberge, wo sich wenig tut. Und was passiert da? Was passiert, wenn ich Momentum mache? Ich habe einen kleinen Gradienten, also habe ich nur ein kleines Schrittchen vorwärts zu gehen. Und beim nächsten Mal gehe ich aber in die gleiche Richtung. Das heißt, ich nehme 90% vom Alten plus 10% vom Neuen in die gleiche Richtung. Also wird mein Schritt größer. Und beim nächsten Mal wird mein Schritt wieder größer. Beim nächsten Mal wird mein Schritt wieder größer. Und bei jedem Schritt, bei dem sich die Richtung meines Gradienten nicht ändert, wird der Schritt größer. Und damit werden die Schritte irgendwann so groß, dass ich dann tatsächlich schnell von meinem Flatspot verschwinde und irgendwann am Rand bin. In absehbarer Zeit. Jetzt sagen Sie aber natürlich, ja, ist ja fein, aber jetzt komme ich hier an und habe eine riesige Schrittgröße. Genau da, wo ich eigentlich eine kleine Schrittgröße brauche, um da unten das Minimum richtig finden zu können, genau da habe ich jetzt plötzlich die riesige Schrittgröße, aber gar nicht so schlimm. Gucken wir uns das mal an, nämlich was passiert, wenn sich das Vorzeichen ändert von meinem Gradienten. Ja, also wenn ich große Schritte weitergehe und jetzt bin ich zu weit, jetzt ist das Vorzeichen rückwärts und jetzt nehme ich 95% oder 50%, sagen wir mal, von dem, was nach vorne geht und 50% von dem, was nach hinten geht, dann wird mein Schritt wieder kleiner, weil die sich ja jetzt gegenseitig auffressen. Das heißt, wenn sich das Vorzeichen ändert, wenn ich zu weit gegangen bin, dann wird die Schrittgröße verkleinert. Und das hat einen super Effekt, wenn ich mit der großen Schrittgröße in so einen Topf komme, ja, dieser Topf hier, da will ich runter, um da unten das Minimum zu finden. Dann wird jedes Mal, wenn ich von einer Seite des Topfes auf die andere springe, wird meine Schrittgröße verkleinert. Das heißt, ich springe jedes Mal ein Stück tiefer, 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 bis ich ganz unten bin. Und selbst da unten wird es noch immer kleiner und ich komme immer dichter dran und komme wirklich bis ganz genau nach unten rein. Ja, das heißt, dieser relativ simple Trick mit dem Momentum-Tau, der führt mir einerseits dazu, dass ich dann, wenn ich große Schritte brauche, tatsächlich immer größere Schritte bekomme. Nicht auf Anhieb, es dauert ein paar Iterationen, bis die Schritte so groß werden. Aber immer dann, wenn ich kleine Schritte brauche, nämlich wenn ich in so einem Topf nach unten gehe, wenn ich die Richtung wechsle, dann wird meine Schrittgröße von alleine immer kleiner und passt sich da unten an. Das ist also absolut ideal. Ja? Das ist absolut ideal. Und genau aus diesem Grund sollte man das auch benutzen. Ja, man sollte mit Momentum arbeiten und wie gesagt, bei großen, bei tiefen neuronalen Netzen ist es nicht unüblich, dass man hier mit 95% Momentum sogar arbeitet. Also mit einem sehr, 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 sehr großen Momentum-Term und immer nur 5%, also einen ganz kleinen Teil vom neuen Gradienten mit dazu nehmen. Wenn sich die Hauptrichtung sozusagen komplett ändert und mein Optimierer in die andere Richtung muss, dann schadet es nicht, dass es nur 5% sind. Weil dann kommt es ja ganz oft die neue Richtung und irgendwann addiert sich das wieder auf und dann macht er die Kurve. Ja? Und hat nur den Effekt, dass der Optimierer eben die Kurve nicht gleich macht, sondern er macht einen großen Bogen, kommt aber dort auch an. Und wir kriegen die Flatspots eliminiert und wir können dann sogar eventuell auf eine Lernradenstrategie verzichten, weil ja in dem Fall, wo wir die kleine Lernrate brauchen, wo wir die kleinen Schritte brauchen, das Momentum uns die Schrittweite verkleinert. Ja? Wenn der erste Teil, der erste Summand und der zweite Summand unterschiedliche Vorzeichen haben, dann fressen die sich gegenseitig auf und dann wird es kleiner. Wunderbar. Es ist echt wunderbar. Man könnte es sich nicht besser ausdenken, als die sich da ausgedacht haben. Ja? Oder ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wer sich. Conjugate Gradient heißt das ursprünglich, wer sich das ausgedacht hat. Aber das ist absolut genial. Ja, noch mal ein Wort zu den Mini-Batches, weil die sind auch relevant. Auch die Mini-Batches sorgen für Flatspot Elimination. Warum ist das so?
weil die Idee vom Flatspot oder die Theorie dafür, warum es Flatspots gibt, ist ja, wir sind auf dieser Hochebene, berechnen den Gradient unseres Fehlers und der ist weg. Ja, der hebt sich irgendwie auf. Jetzt arbeiten wir ja aber nicht mit dem ganzen Datensatz. Wir arbeiten nur mit Mini-Batches. Das heißt, wir haben eine Mini-Batch und diese Mini-Batch, die zeigt einen verschwindend kleinen Gradienten und macht eben ein bisschen was. Und dann kann ich nicht weitergehen. Jetzt kommt ja aber im nächsten Schritt kommt ja nicht dieselbe Mini-Batch nochmal, sondern es kommt eine andere Mini-Batch. Und da habe ich eine gewisse Chance, dass diese andere Mini-Batch aus anderen, weil sie aus anderen Mustern besteht, aus anderen Eingabedaten besteht, natürlich auch einen anderen Fehler hat, natürlich auch einen anderen Gradienten hat. Das heißt, ich habe es ja mal versucht, diesen Pfeilchen eben darzustellen. Jede Mini-Batch hat beim aktuellen neuronalen Netz einen anderen Gradienten. Und dadurch, dass ich ja jedes Mal eine neue Mini-Batch habe, habe ich natürlich jedes Mal auch einen anderen Gradienten und habe eine gewisse Chance, auf diese Art und Weise einen Flatspot ja, zu entkommen, beziehungsweise der hat eine gewisse Chance, dass der Flatspot verschwindet. Ja? Sobald ich die Mini-Batch wechsle, verschwindet er. Wenn er nicht verschwindet, dann wechsle ich ja das nächste Mal wieder und dann verschwindet er vielleicht dann. Und es reicht mir ja, wenn er bei einmal durch alle meine Mini-Batches durch, auch wenn er nur einmal verschwindet, dann habe ich schon gewonnen, weil dann reicht mir das einmal verschwinden, damit mein neuronales Netz wieder irgendwo hin trainiert. Und wenn dann die Mini-Batch von vorher kommt, die eigentlich auf dem Flatspot war, dann ist ja mein neuronales Netz nicht mehr dasselbe wie vorher. Das heißt, wenn nur bei meinen vielen Mini-Batches nur eine dabei ist, die dafür sorgt, dass mein Flatspot weg ist, dann reicht mir das, um das ganze Problem zu lösen. Deshalb sind auch sind die Mini-Batches auch dafür gut. Ja, Mini-Batches sorgen auch dafür, dass unser neuronales Netz weniger anfällig für Flatspots beziehungsweise, wenn Sie die Flatspots gar nicht wegkriegen, dann ist das auch ein Punkt, an dem Sie nochmal gucken können. Wenn alle anderen Tricks nichts helfen, dann ist vielleicht das mal die Idee, Mini-Batches zu bauen und Mini-Batches in ihre Daten zu mischen, die sicher einen anderen Gradienten machen und die dann dafür sorgen, dass Ihr neuronales Netz wieder in Bewegung kommt. Also Mini-Batches als Flatspot Elimination auch nicht vergessen. Ja, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Es ist einfach so, dass es für jedes Problemchen viele Lösungen gibt. Aber es ist leider dummerweise auch so, dass es ganz unterschiedliche Probleme gibt. Und es gibt neuronale Netze, die eben dann tatsächlich nur auf diese Lösung ansprechen oder die nur auf Momentum-Thomas-Lösung ansprechen. Und deshalb auch hier wieder, Sie müssen es einfach alles im Kopf haben oder aufgeschrieben haben. Also deshalb kommt es hier einfach alles vor. Gut, die Zusammenfassung zu den Flatspots, dass Sie es nochmal als Übersicht haben. Das ist natürlich die eleganteste Art und Weise, so eine Hochebene zu verlassen. Zumindest die, die bestimmt am meisten Spaß macht. Aber bei unseren neuronalen Netzen haben wir eben eher profanere Möglichkeiten. Lernraten, Strategie anwenden, die Aktivierungsfunktion Leaky machen, eventuell sogar Manhattan-Training ganz brutal das zu machen. Den Momentum-Term einführen und an den Mini-Batches spielen. Das sind so die Stellschrauben, mit denen Sie Flatspots in den Griff kriegen können. Jetzt müssen wir noch ein Wort sagen zu den Optimierern. Was ist der Optimierer? Der Optimierer ist die Maschine, die tatsächlich jetzt unsere Gewichte optimiert, die also die Gewichte so anpasst, dass das neuronale Netz tatsächlich das lernen, was es lernen soll oder überhaupt etwas lernen. Warum sagen wir dazu Optimierung? Weil ich habe Ihnen hier nochmal unsere idealisierte Fehlerfläche aufgezeichnet. Hier nur ein ganz einfaches Beispiel für zwei Gewichte. Ja, wir haben die eine Richtung in W1, die andere Richtung in W2 aufgetragen. Und für jede Kombination von W1 und W2 bekommen wir irgendwie einen Fehler. Ja, und das habe ich dann als Fläche hier verbunden. Wir fangen irgendwo an auf dieser Fläche, vielleicht da an der Stelle, und wir wollen wohin? Wir wollen dahin, da wo
wo der Fehler tatsächlich am kleinsten ist. Wir wollen also das Minimum suchen. Und deshalb ist es ein Optimierer. Es ist letzten Endes eine Maschine, die das Minimum sucht auf dieser Fehlerfläche. Wir berechnen den Fehler für jede Kombination unserer Parameter und wir wollen die Kombination Parameter finden, bei der das Ergebnis, das wir als Loss berechnen, der kleinstmögliche Wert ist. Das kleinstmögliche Ergebnis, der kleinstmögliche Loss. Unsere echten Fehlerflächen, die sehen natürlich deutlich komplizierter aus. Ja, wir haben nicht nur zwei Parameter, sondern wir haben viele, viele, viele Parameter, hunderte, tausende, hunderttausende Parameter. Das heißt, die Fläche ist in Wirklichkeit vieldimensional, die ist hochdimensional und sie hat ganz viele Hügel und Berge und Täler und flache Stellen, Flatspots haben Sie ja schon gesehen, steile Kluften und so weiter, sodass man eigentlich sagen muss, es ist ein ziemliches Wunder, dass ein einfacher Optimierer überhaupt von einer beliebigen Stelle hier den tiefsten Punkt findet. Ja. Denn was Sie bisher gemacht haben, was Sie bisher programmiert haben, sind ganz besondere Optimierer, nämlich sogenannte Steepest Descent Optimierer oder Greedy Optimierer. Ja, das sind Optimierer, die nichts anderes machen als alle Muster einmal durchrechnen, den gesamten gemittelten Gradienten für alle Muster berechnen und dann schauen, wo geht es denn jetzt am steilsten bergab. Und wenn es in die Richtung am steilsten bergab geht, dann geht der Optimierer einen Schritt in die Richtung. Und wenn es dann in die Richtung bergab geht, dann geht der Optimierer einen Schritt in die Richtung. Immer den steilsten Weg bergab nach unten. Und jetzt sehen Sie natürlich schon, wenn Sie das hier angucken, von hier aus ist es eine gute Idee, den steilsten Weg nach unten zu gehen, dann kommen wir da raus. Wenn Sie zum Beispiel da hinten anfangen, hier den steilsten Weg nach unten, da bleiben Sie hier hängen an der Stelle und kommen nicht da nach vorne, weil da müssten Sie nämlich bergauf gehen und dann erst wieder bergab. Ja. Das Steepest Descent Optimierer, der Greedy Optimierer, der ist immer gierig, der will immer bergab gehen. Das heißt, der geht nicht bergauf. Ja. Wenn Sie den Gradienten berechnen, dem Gradienten nachgehen, dann gehen Sie nie bergauf. Das heißt, Sie können nie über einen Hügel drüber gehen, was in der Praxis aber höchstwahrscheinlich doch ziemlich nötig ist. Aber schauen wir uns erstmal ein bisschen die Theorie zum Greedy-Optimierer nochmal an. Unsere normale Fehlerfläche, zumindest wenn wir einen Square-Loss haben, die sieht lokal irgendwie immer so aus. Das haben wir schon früher bei den Flatspots uns mal angeschaut. Die ist parabelförmig. Parabelförmige Fehlerfläche hat super Eigenschaften, nämlich der Gradient der Fehlerfläche, die Ableitung, ist eine Gerade und der Gradient ist umso größer, je weiter ich weg bin vom Minimum. Und das ist natürlich ideal, wenn ich weit weg bin vom Minimum, dann gibt es einen großen Gradienten, einen großen Schritt. Wenn ich schon dicht dran bin am Minimum, dann gibt es einen kleinen Schritt, weil der Gradient immer kleiner wird. Ja? Und wenn ich ganz unten am Minimum bin, dann ist der Schritt null, dann bin ich da. Ja, das heißt, es ist ein idealer Zustand. Je weiter ich weg bin, desto größer sind meine Schritte. Und je dichter ich nachher da am Minimum bin, desto kleiner sind die Schritte, was mir sicherstellt, dass ich am Ende wirklich in ganz kleinen Schritten auch genau den Punkt hier treffe. Ja, ansonsten, wenn ich immer eine bestimmte Schrittgröße habe, könnte es ja passieren, dass ich quasi immer hier hin und her hüpfe. Ja, von da nach da, von da nach da, von da nach da, von da nach da. Aber dadurch, dass die Gradienten immer kleiner werden, schaffe ich es tatsächlich, genau den Punkt auch zu treffen. Also idealer Zustand passt auf der Parabelfläche. Aber es gibt auch auf der Parabelfläche eben schon Probleme. Es gibt Minima, die vielleicht nicht das absolute Minimum sind. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie sind mit Heidi auf der Alm oben, ganz hoch oben im Gebirge. Und ganz irgendwo tief unten ist das Tal. Und jetzt haben Sie einen Fußball und Sie wollen den Fußball ins Tal befördern. Ja, dann würde der Greedy-Optimierer würde sagen, kein Problem, werft den Ball einfach mal irgendwo hin und sobald er auf den Boden kommt, rollt er bergab. Und da das Dorf unten im Tal ganz tief unten ist, die tiefste Stelle, rollt doch der Ball nach unten. Ja,
So kann man sich gleich vorstellen, der Ball wird nicht darunter rollen, sondern der wird ein bisschen rollen und dann liegen bleiben, weil er irgendwo an so einem Hügel vorbeikommt und da bleibt er vor dem Hügel liegen und das war's dann. Also, der liegt dann in einem lokalen Minimum. Er liegt zwar in einem Minimum, er rollt, bis es nicht mehr weiter nach unten geht, aber das heißt überhaupt nicht, dass das wirklich das allertiefste Minimum ist, das es überhaupt gibt. Also großes Problem für unsere Greedy-Optimierer sind, man sagt dazu, lokale Minima. Ja, da steht es, lokales Minimum. Maxima sind auch ein Problem. Ja, und zwar warum? Ja, weil hier der Gradient 0 ist. Ja, hier ist der Gradient 0 und das heißt, wenn der Ball zufällig gerade hier auf so einem Maulwurfshügel zu liegen kommt, dann geht es nirgends mehr bergab. Der Gradient ist 0, es geht nirgends mehr bergab, obwohl er offensichtlich nicht im Minimum ist, weiß der Greedy-Optimierer trotzdem nicht, was er machen soll. Das kommt Gott sei Dank nicht allzu häufig vor, weil den Punkt muss man wirklich ganz harsch auf die Arme treffen. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Was aber dummerweise ziemlich oft vorkommt, sind solche Sachen, man sagt dazu Sattelpunkte. Ich habe sie mal zweidimensional dargestellt, ja, eindimensionaler Sattelpunkt und zweidimensionaler Sattelpunkt. Das Dumme, also Sattelpunkte sagt man ja, die sind ja, das ist ja auch was ziemlich Skurriles, passiert sowas überhaupt? Ja, dummerweise gibt es Sattelpunkte umso mehr, je mehr Dimensionen ich habe. Ja, auf der eindimensionalen Fläche, hier, wenn wir nur so eine Linie haben, da kann es eigentlich nur eine Art Sattelpunkt geben, nämlich die hier. Ja, auf der zweidimensionalen Fläche, da kann es schon zwei Sorten Sattelpunkte, ja, mehr. Ja. Es kann den Sattelpunkt geben, der so geht, es kann den geben, der so geht, es kann den so umgebogenen Sattel geben. Also es gibt plötzlich auf der zweidimensionalen Fläche gibt es schon eine ganze Reihe Sattelpunkte und je mehr Dimensionen ich dazu bekomme, desto mehr unterschiedliche Arten von Sattelpunkten kann es da geben. Und deshalb kann unsere hochdimensionale Fläche, die 100.000 dimensional ist zum Beispiel, die hat unglaublich viele Sattelpunkte und das hat sie auch. Also Sattelpunkte gibt es unglaublich viel und Sattelpunkte haben wieder das Problem wie das hier, wie der Punkt hier. Da ist der Gradient 0. Ja? Auf dem Sattel hier oben drauf, da ist der Gradient, wenn der Ball da liegt, da ist der Gradient 0, da weiß er nicht mehr, wo er hinrollen soll. Und deshalb kann es sehr leicht passieren, dass unsere neuronalen Netze auf solchen Sattelpunkten enden und dann nicht mehr weitermachen. Also, Greedy hat Schwierigkeiten auf dieser Fläche. Das ist immer noch eine schöne Parabelfläche, wenn wir jetzt als Lossfunktion nicht mehr den Querloss nehmen, sondern wie bei Klassifizierungsaufgaben typischerweise die Kreuzentropie, die negative Log-Likelihood als Lossfunktion verwenden, dann ist das Ganze noch schlimmer, weil die negative Log-Likelihood, die ist so abgeflacht und die Flächen sind keine Parabelflächen mehr, sondern das sind hyperbelförmige Flächen, die irgendwie ganz, ganz lange flache Stellen haben, steile Flanken haben, also die sehen noch viel, 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 viel schlimmer aus. Mag man sich gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Ja, also greedy auf einer zerklüfteten Fläche, hier nochmal alles zusammengestellt sozusagen. Wir fangen zum Beispiel hier oben an, unser Ball rollt ins lokale Minimum, das ist schlecht. Wenn wir zufällig da anfangen, hat er überhaupt nie eine Chance dahin zu. Ja, wie Sie sehen, es gibt Probleme. Es gibt Probleme. Jetzt haben wir tatsächlich in unserem neuronalen Netz den einfachsten Optimierer drin, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, nämlich den Steepest Descent Greedy Optimierer. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal ins Gesicht, der funktioniert. Das werde ich Ihnen immer wieder sagen, dass der funktioniert, obwohl er so billig ist. Tatsächlich ist es einer der Kritikpunkte, den auch viele Leute jahrzehntelang an künstlichen neuronalen Netzen immer hatten, dass die eben gesagt haben, ihr optimiert euer Zeugs mit dem billigsten Optimierer, von dem völlig klar ist, dass er nicht funktioniert. Ja, der Fußball, den man auf der Alp losrollt, der kommt nicht unten an. Also, wir brauchen überhaupt nicht drüber reden, ob künstliche neuronale Netze sinnvoll sind oder nicht. Schon allein der Optimierer, der kann überhaupt nicht funktionieren.
Er funktioniert doch. Warum funktioniert er doch? Weil wir kombinieren diesen billigen Optimierer, den billigsten Optimierer, den wir finden können, den kombinieren wir mit was Zweitem super billigen, nämlich mit ein bisschen Zufall. Was bringt das? Was bringt das, den einfachen Optimierer mit ein bisschen Zufall zu kombinieren? Welches Beispiel? Sie sind alle Informatiker, Sie kennen hier sowas. Ja, wenn ich meine Ohrstöpsel aus der Hosentasche ziehe, dann sehen die irgendwie so aus. Ja, ups, ja, da geht schon los. Ja, Sie sehen, das optimiert sich fast von selbst. Ja, optimieren würde heißen, ich möchte das entwirrt haben. Ich möchte die Kabel schön lang gestreckt hier haben. Und der Billigoptimierer, den ich benutze dazu, der ist die Schwerkraft. Ja, ich probiere es. Ich halte das hier so hoch und ja, Sie haben ja gesehen, so ein bisschen macht es die Schwerkraft schon, aber nicht wirklich. Ja, also der ganz einfache, wie halte ich es, dass Sie sehen? Ups, so rum vielleicht. Ja, der ganz einfache Schwerkraftoptimierer, der kann es nicht wirklich. So, jetzt bringe ich den Zufall ins Spiel. Wie mache ich das? Ich schaue als erstes mal weg und dann fange ich an, hier ein bisschen Zufall zu spielen. Ja, ich gucke nicht hin, ich mache irgendwas, ich weiß gar nicht, was ich mache, ich mache bloß irgendwie ein bisschen was. Und dann haben wir unser Ding hier optimiert. Das Kabel ist entwirrt. Ich habe keinen cleveren Optimierer gemacht, der mir irgendwie anschaut, sind die Windungen, wo muss ich ziehen, wo muss ich drücken. Nee, ich habe die Schwerkraft genommen, die eh da ist, und habe zufällig ein bisschen dran gewackelt, ohne Sinn und Verstand, ohne zielgerichtet zu sein, einfach ein bisschen links und rechts gezogen. Und das funktioniert. Naja, gut, fast. Ja, Sie sehen hier, sieht man noch so einen Knoten. Der ist nicht auf, da ist auch noch so ein Knoten, der ist nicht aufgegangen. Also die Kombination aus Schwerkraft und ein bisschen Rütteln funktioniert fast. Aber gar nicht schlecht. So kann ich das Ding benutzen. Ja? Die kann ich ins Ohr stecken und das kann ich im Computer einstecken. Es ist gut genug. Fast ist in dem Fall gut genug. Das ist genau das, was wir mit unserem neuronalen Netz machen. Das ist, was wir machen. Ja, wir nehmen den einfachen Greedy-Optimierer. Wir versuchen, ein bisschen Zufall ins Spiel zu bringen, ohne zielgerichtet zu sein, ohne was dabei zu denken, so ein bisschen so machen. Und wir bekommen ein Ergebnis, mit dem wir arbeiten können. Ja, kein Mensch behauptet, dass neuronale Netze tatsächlich das Optimum finden. Tun sie nicht. Ja, der Optimierer im neuronalen Netz hat keine Chance, das absolute Optimum zu finden, also den Punkt mit dem kleinsten Fehler wirklich zu finden. So wie wir hier keine Chance haben, das Kabel zu entwirren, ohne dass ein Knoten drin ist. Aber immer finde ich auf die Art und Weise eine Lösung, die gut genug ist, dass ich damit arbeiten kann. Und das ist der Trick. Ja, das ist genau der Trick. Die Frage ist, wo bei unseren neuronalen Netzen, wo ist denn jetzt dieser Zufall? Also wo ist dieses hier? Wo mache ich das im neuronalen Netz? An verschiedenen Stellen. Erstens mal fange ich an, zufällig zu initialisieren. Ja, zweitens mal, ich lege mal das Kabel hier wieder weg. Zweitens mache ich mein neuronales Netz größer als nötig. Ja, so dass ich mehr Zufall drin habe. Ich habe mehr zufällig initialisierte Gewichte, als ich eigentlich brauche, um ein ideales Modell zu bauen. Also dadurch, dass die Dinger unnötig groß sind, bekomme ich auch wieder mehr Zufall rein. Und jetzt kommt's, ganz wichtiger Teil, der uns, ganz wichtige Technik, die uns Zufall bringt, sind die Mini-Batches. Sie haben die Mini-Batches schon gesehen. Ich hatte Ihnen gesagt, der wichtigste Grund, warum man auf Mini-Batches achtet, ist, weil man damit unglaublich Performance, unglaublich Trainingsgeschwindigkeit rausholen kann. Das ist es aber nicht allein. Die Mini-Batches, die machen das hier.
Warum? Weil ich ja nicht mehr den Gradienten von meinem ganzen Datensatz berechne, sondern immer nur den Gradient von einer Mini-Batch hier. Ja, eine Mini-Batch hat einen Gradienten. Und der zeigt vielleicht in diese Richtung. Und die nächste Mini-Batch, die hat aber, die ist ja nicht gleich. Also hat die einen anderen Gradienten, der zeigt in die andere Richtung. Und die nächste Mini-Batch, die ist wieder anders, die hat wieder einen anderen Gradienten. Das heißt, dadurch, dass jede Mini-Batch einen anderen Gradienten liefert, bekomme ich dieses blind mal in die Richtung, mal in die Richtung, mal in die Richtung, mal in die Richtung und so weiter. Aber das Ganze ist natürlich nicht völlig blind und zufällig, weil am Ende habe ich ja einen runden Datensatz. Das heißt, ich bekomme am Ende eine ganz leichte Tendenz über die Mini-Batches hinweg, am Ende doch in die richtige Richtung zu gehen. Ja, also der Optimierer mit Mini-Batches, der geht nicht zielstrebig, ah, da geht es bergab, da gehe ich jetzt entlang, sondern der Optimierer, der geht für die erste Mini-Batch mal da, für die zweite Mini-Batch mal da, für die dritte Mini-Batch mal da, für die vierte Mini-Batch mal da und dann wieder hier hin. Also zippelzappel über die Fehlerfläche drüber, aber ganz leicht angetrieben, natürlich schon von dem Gradienten, der insgesamt in die richtige Richtung führt. Das ist genau das Gleiche wie mit dem Kabel. Ja? Die Schwerkraft zieht so ein ganz kleines bisschen an meinem Kabel und was ich mache ist, ich ziehe in beliebige Richtung immer mal wieder und dabei ist aber immer die Schwerkraft im Spiel und zieht vielleicht auch wieder mal in die richtige Richtung, die ganze Zeit so ein ganz kleines bisschen. Und das funktioniert perfekt, ja. Das sind im Übrigen Optimierungsalgorithmen, die gibt es in der Biologie. Ja, Evolution ist so ein Optimierungsalgorithmus. Ja, Evolution ist ein Optimierungsalgorithmus, der von einer ganz schwachen Kraft angetrieben wird. Es ist minimal der Unterschied zwischen besser und schlechter, zwischen zwei Individuen. Und ganz viel Zufall im Spiel. Das ist das gleiche Prinzip. Zufall und ein minimaler Antrieb in die richtige Richtung sind tatsächlich unglaublich mächtige Optimierungsmethoden. Ja, deshalb habe ich, glaube auf der Folie vorher habe ich geschrieben, billig plus billig ist gleich super gut. Ja, billig plus billig ist in dem Fall super, super, super gut. Da unten, ja, der schwache Optimierer, der schwächste überhaupt, der greedy Optimierer, der nachweislich nicht funktioniert, plus was völlig nicht unzielgerichtetem Zufall, neues Rauschen, random, ergibt unseren Superoptimierer, der überwindet lokale Minima, der überwindet Sattelpunkte, der bleibt nie auf einem lokalen Maximum stehen. Ja, der logisch, der überwindet so einen Sattelpunkt, weil wenn ich jetzt gerade auf dem Sattelpunkt stehe und keinen Gradienten messe, dann kommt das nächste Mal die nächste Mini-Batch, die besteht aus anderen Daten, die hat einen anderen Gradienten, dann ist da plötzlich kein Sattelpunkt mehr für diese Mini-Batch und dann geht es wieder weiter. Dann kommt wieder die nächste Mini-Batch und bringt mich vielleicht wieder zurück oder bringt mich woanders hin. Ja? Dieses Zufällige schafft es tatsächlich, alle Probleme zu lösen, die wir bei den neuronalen Netzen haben. Deshalb die Kombination aus Steepest Descent Optimierer und Mini-Batches, die bringt uns das, was wir brauchen. Und das funktioniert tatsächlich. Ja, das funktioniert tatsächlich. Heißen tut das Ganze entweder Conjugate Gradient oder heute sagt man normalerweise Stochastic Gradient Descent. Ja, das Stochastische ist eben die Auswahl der Mini-Batches. Dadurch, dass wir zufällig Mini-Batches auswählen, bekommen wir dieses Zufallsrauschen ein. Deshalb auch die Mini-Batches zufällig auswählen. Ja. In dem Moment, wo Sie die Mini-Batches nicht zufällig auswählen, sondern irgendeine Systematik drin haben, besteht die Gefahr, dass diese Systematik dazu führt, dass Ihr Optimierer vielleicht im Kreis rumläuft oder irgendwo doch in einem lokalen Minimum liegen bleibt. Dieses Zufällige, jedes Mal anders, das ist der Schlüssel zum Erfolg in dem Fall. Also Zufall plus ein schwächlicher Optimierer ergibt das, was wir brauchen. Das ist der tolle Steepest Stochastic Gradient Descent Optimierer, den ich übrigens sehr liebe. Ja, das ist der beste Optimierer, den es gibt, der einfachste Optimierer, den es gibt und der beste Optimierer, den es gibt. Okay, das
Ein weiteres Problem hat dieser Optimierer allerdings noch, oder haben alle unsere Optimierer noch, nämlich wenn wir den steilsten Weg bergab gehen, dann ist es nicht unbedingt die Richtung, in die wir auch wirklich müssen. Ja, ich habe hier mal so ein Beispiel hingemalt, ich weiß nicht, in Hessen tun die Leute nicht ganz so viel Skifahren, aber da, wo ich herkomme, da fährt jeder Ski. Wenn wir hier so einen Skateboardfahrer haben, der in der Halfpipe fährt, dann fährt er so durch die Halfpipe, ja. Und wenn Sie da oben stehen, am Rand von der Halfpipe und gucken, wo geht es denn jetzt steil bergab? Ja, dann geht es eben genau so auch steil bergab. Das heißt, vom Rand von der Halfpipe fährt man runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Und dann runter und auf der anderen Seite wieder hoch. Das ist aber nicht die Richtung, die wir wollen, sondern die Richtung, die wir wollen, ist entlang des Tals der Halfpipe nach unten, ja, so wie der Skifahrer, der hier Schuss den Berg runterfährt. So wollen wir eigentlich hier durchfahren, geradeaus. Das heißt, die Richtung, die uns der Gradient sagt, wo es am steilsten bergab geht, ist unter Umständen sogar fast immer gar nicht die Richtung, wo wir hinwollen, sondern wir wollen eigentlich woanders hin. Wir wollen nicht dahin, wo es schnell bergab geht. Und das ist ein Problem. Ja, das ist ein Problem, weil das eben, da habe ich es nochmal genau mit so einer Schale, dass Sie sich vielleicht vorstellen können. Ja? Sie nehmen eine Kugel, legen die hier hin und die wird dann so hin und her rollen. So, 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 so nach unten. Ja? Anstatt einfach ins Tal und dann im Tal entlang. Also, ja, ich habe ja mal hingeschrieben, eben der Steepest Descent hat Fun in der Pipe. Und sucht sich nicht den schnellsten Weg von da, wo er ist, wirklich ins Tal runter. Das kann man relativ leicht ändern. Es gibt einen ganz, ganz einfachen Trick, noch einen Trick, wie wir das hinbekommen, wie man das ändern kann. Und zwar, der Trick heißt Momentum. Ich habe hier mal aufgemalt, ja, von oben drauf geschaut, auf so eine Potenzialfläche, die Höhenlinien sozusagen. Und Sie sehen in schwarz eingezeichnet die Gradienten. Ja, wir fangen hier irgendwo an, da drüben, ja, da haben einen Gradienten, der zeigt in die Richtung und dann gehen wir eben in die Richtung los. Und da drüben haben wir einen Gradienten, der zeigt in die entgegengesetzte Richtung und dann gehen wir ganz stark zickzack darunter. Was ist jetzt Momentum? Momentum heißt einfach, wir merken uns, in welche Richtung wir beim letzten Mal gegangen sind. Und nehmen ein Stück vom letzten Mal einfach wieder mit. Sie kennen das von der Flatspot Elimination. Ja, Momentum, mit Momentum-Term haben wir auch Flatspot Elimination gemacht. Jetzt wenden wir das Gleiche hier an der Stelle. Das bedeutet, wenn wir beim ersten Mal einen großen Schritt, ich gehe mal in die Richtung, einen großen Schritt in die Richtung gehen, und jetzt sind wir auf der anderen Seite hochgekommen, die Halfpipe. Wir drehen uns also rum. Und jetzt zeigt uns der Gradient wieder den gleich großen Schritt in die andere Richtung. Ja, das wird praktisch bedeuten, wir gehen immer hin und her in großen Schritten. Aber jetzt kommt das Momentum. Und Sie erinnern sich, wenn ich die Richtung wechsle beim Momentum und ich nehme zum Beispiel 50% von meinem letzten Gradienten mit, dann bedeutet das ja, dass ich jetzt den neuen Gradienten halbiere in der Größe. Das heißt, der wird dann bloß noch halb so groß. Und jetzt wechsle ich die Richtung wieder und ich nehme wieder die Hälfte mit vom letzten Mal. Also halbiere ich wieder meine Richtung, also wird der Schritt bloß halb so groß. Und jetzt in meinem Halfpipe kommt langsam der Punkt, wo der Gradient auch sieht, dass es in Wirklichkeit ja dort runter geht. Ja? Das heißt, jetzt wird er sich langsam drehen und dann so zickzack sich im Tal von der Halfpipe einpendeln und dann geradeaus da runter. Und das habe ich hier versucht aufzumalen. Ja? In schwarz jeweils die richtigen Gradienten, die Pfeile sind die echten Gradienten, die ganz lang in die eine oder andere Richtung zeigen. Und in rot der Weg, der, wenn man das Momentum mitberechnet, tatsächlich gegangen wird und Sie sehen, der Zickzackweg, der wird tatsächlich immer kleiner und am Ende geht es zielstrebig bergab. Das ist
Momentum mit berechnen. Man kann bei tiefen neuronalen Netzen ziemlich viel Momentum machen. Ja, das ist durchaus nicht unüblich, 90 oder vielleicht sogar 95% Momentum zu rechnen. Der Hintergrund, nur nochmal zur Wiederholung, der Hintergrund von 95% Momentum sind was? Flatspots. Ja. Also für Flatspots brauchen wir ein großes Momentum, um mit großen Schritten von unseren Hochebenen entkommen zu können. Wenn wir wie hier die Richtung wechseln, dann spielt es gar keine so große Rolle, weil da wird ja die Schrittweite kleiner. Ja? Und wenn sie zu klein wird, gehen wir das nächste Mal wieder in die gleiche Richtung und dann wird sie ja wieder größer. Ja, also wenn ich einen großen Schritt gehe, jetzt zeigt mir mein Momentum, oh, Schrittweite, ich mache 95% Momentum, also Schrittweite ist ganz klein. Jetzt bin ich noch nicht auf der anderen Seite wieder oben, sondern geht immer noch bergab, also geht es in die gleiche Richtung. Jetzt sorgt das Momentum dafür, dass die Schrittweite größer wird. Ja, das heißt, wenn die Schrittweite einmal zu klein wird durchs Momentum, ist es gar nicht schlimm, weil die wird dann in den Folgeschritten automatisch auch wieder durch das Momentum ja wieder größer, sodass es am Ende wunderbar funktioniert. Ich brauche vielleicht ein paar Schritte mehr, aber die Fehler gleichen sich alle perfekt wieder aus. Das Momentum ist wirklich eine ganz geniale Methode, um ein Training zu beschleunigen. Und das ist der zweite, also wichtige Punkt neben diesem Zufall, neben den Mini-Batches, ist das der zweite Punkt, mit dem wir heute unsere künstlichen neuronalen Netze so schön schnell trainieren können. Ich habe mal die Optimierer Ihnen so ein bisschen verglichen. Und zwar habe ich unser neuronales Netz genommen. Also Sie sehen hier die Definition. Der Unterschied ist, ich habe jetzt hier ganz viele Helferlein-Funktionen aus dem KNET-Paket mit reingenommen, weil ich das nicht alles selber programmieren will. Das dürfen Sie jetzt dann auch machen. Ich habe diesen Datensatz hier genommen, den MNIST-Datensatz mit den Ziffern von 0 bis 9. Sie sehen hier lade ich den Datensatz, hier definiere ich meine Dense-Schicht, also meine Perzeptron-Schicht. Dann definiere ich mein ganzes Multilayer-Perzeptron mit den drei Signaturen hier, immer das gleiche. Und dann definiere ich ein neuronales Netz da unten. Das ist ziemlich groß, ja, für das Problem müsste es wahrscheinlich nicht so groß sein. Aber ich will ja hier Performance-Tests machen, deshalb habe ich das neuronale Netz ein bisschen größer gemacht. Mir geht es nur um die Laufzeit, wie lange das rechnet. Und wenn das zu schnell ist, dann sehe ich ja nicht, wie lange es dauert. Ja, deshalb habe ich es etwas größer gemacht als nötig, damit wir da ein bisschen was sehen. So, was kommt dabei raus? In blau ist das Deepest Descent. Ich habe jetzt hier 11, 12 Epochen gerechnet. Und ich habe nach jeder Epoche einfach den Loss berechnet für den gesamten Datensatz. Ja. Ich kann das leider jetzt bloß einmal pro Epoche machen, weil in dem Fall, im blauen Fall, rechne ich ja immer die ganze Epoche auf einmal durch. Also ich kann keine Teilepochen rechnen, deshalb kann ich eben nur einmal pro Epoche das rechnen. Und ich habe dann auch für die anderen Methoden nur einmal pro Epoche gerechnet, damit es vergleichbar ist. Ja, also Sie sehen Greedy und Sie sehen, es funktioniert. Ich komme hier runter mit meinem Loss, aber relativ langsam. Dann die orangefarbene Kurve. Das ist Greedy mit Mini-Batches. Das ist Stochastic Gradient Descent, SGD. Und Sie sehen, dass schon nach zwei Epochen ich ganz weit hier unten bin. Das ist falsch, das ist eine Epoche. Ja, da stimmt die Beschriftung nicht, warum auch immer. Da habe ich einen Fehler gemacht. Also korrigieren Sie es im Skript, ja, bitte. Das muss natürlich eine Epoche sein hier unten. Ja. Also nach der ersten Epoche bin ich schon ziemlich tief unten. Warum? Ja, jetzt habe ich ja schon viele Mini-Batches gehabt. Das heißt, da sind schon ganz viele Aktualisierungsschritte mit drin. Ja, bei dem hier, da ist von der 0. zur 1. Epoche sind keine Aktualisierungsschritte mit drin. Erst nach einer ganzen Epoche werden zum ersten Mal die Gewichte aktualisiert. Deshalb kann ich auch erst dann den Wert angeben. Also ich kann den Wert bei 0 angeben und den Wert bei 1 angeben. Und
Hier waren ja aber schon ganz arg viele Aktualisierungsschritte. Deshalb hat es auch schon trainiert, ja, und ich bin schon ziemlich weit unten. Und dann geht es von da ab nur noch langsam weiter, weil ich habe ja schon einen ziemlich guten Loss. Wenn ich jetzt zu dem Ganzen noch ein Momentum dazu packe, hier habe ich ein Momentum von 90% gerechnet, dann sehen Sie, dann komme ich von Anfang an noch weiter runter. Ja, ich bin also schon nach einer Epoche ziemlich weit unten mit meinem Loss. Da müsste ich dann recht lange warten. Ja, wenn Sie das verlängern, können Sie sich vorstellen, das sind irgendwie 50 oder 100 Epochen mindestens, bis man mal auf den Wert kommt, den man hier schon nach der ersten Epoche erreicht hat. Also das ist das, was Momentum und Mini-Batches bringen. Und Sie sehen, der größte Batzen dran hier, der ist mit der orangefarbenen Kurve schon erreicht. Ja, der größte Batzen an Gewinn, den bringt uns schon die Mini-Batches. Ja, also der Stochastik im Stochastic Gradient Descent, das bringt uns tatsächlich den großen Gewinn. Das Momentum ist dann nochmal so ein bisschen rausgekitzelt. Ja. Aber eigentlich ist es alleine der SGD schon, der uns hier das hier bringt. Ja. Das ist der schwache Optimierer, der nicht funktioniert. Und mit Zufall zu genial. Ja. Es ist genial. Ja. Einfach und super gut. Ja, damit sind die Leute aber natürlich nicht zufrieden, weil es ist irgendwie kein gutes Gefühl, den schlechtesten aller möglichen Optimierer zu verwenden in unserem neuronalen Netz. Wir wollen natürlich schon auch das richtig machen und vielleicht kann man ja diesen schlechten Optimierer durch einen bessere Optimierer ersetzen. Und da haben sich eine ganze Zeit lang, haben sich da viele kluge Köpfe den Kopf drüber zerbrochen. Und ich zeige Ihnen zwei oder drei von den Verbesserungen, die wir auch gerne verwenden heute. Die zeige ich Ihnen hier ganz kurz. Also das erste ist der ADA-Grad, Abkürzung für Adaptive Gradient, also der adaptive Gradient. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir jetzt nicht mehr einfach nur jeweils die Schrittgröße vom letzten Schritt verwenden in unserem Momentum. Also es ist eine Variation des Momentums. Im Prinzip ist es ein verbessertes Momentum. Alle diese Methoden bringen uns ein verbessertes Momentum. Wir verwenden nicht einfach nur so und so viel Prozent vom letzten Schritt, sondern wir nehmen die gesamte Historie unseres Gradienten mit, indem wir sagen, der Gradient, der wird ganz normal berechnet. Ja? Gradient ist die Ableitung von der Loss-Funktion für alle Patterns der Mini-Batch. Ja? Also das da oben ist der normale Gradient, so wie immer. Und jetzt gehen wir her und rechnen quasi einen Momentum-Teil aus oder einen Wert aus, den wir als Momentum verwenden wollen. Das gibt unterschiedliche Nomenklatur. Ich habe hier versucht, das so ein bisschen anzugleichen und habe es mal R genannt. R wird mit 0 initialisiert und da wird jetzt jedes Mal draufgezählt auf dieses R. Für jedes einzelne W, für jedes einzelne Gewicht wird draufgezählt das Quadrat unseres Gradienten. Ja, das ist hier als Kringel dargestellt, G mal G. Weil das ist nicht einfach das Quadrat, sondern es ist das elementweise Quadrat. Ja, G ist ja nicht ein Wert, sondern G ist ein Tensor. Oder sind sogar ganz viele Tensoren. Ja, das sind sämtliche Ableitungen, sämtliche Deltas aller Parameter im ganzen neuronalen Netz. Ja, es sind viele, viele Tensoren, die mehrdimensional sind, zweidimensional, dreidimensional, einzelne Vektoren dazwischen und so weiter. Und wenn ich hier einfach Quadrat schreibe, wird es dem nicht gerecht. Damit ist gemeint, es ist das elementweise Quadrat. Also jeden einzelnen Wert, jedes einzelne Delta W wird quadriert. Und die Form von den Tensoren bleibt natürlich die gleiche. Ich habe, damit das ein bisschen klarer ist, da unten das gleich als Quellcode auch hingeschrieben. Ja, da sehen Sie. R ist gleich R plus elementweises G Quadrat. Ja, Punkt Quadrat heißt wieder elementweises Quadrat. Und jetzt berechne ich das Momentum rein und sage, okay, mein Delta W ist mein Gradient, gewichtet mit
1 durch Wurzel r. Ja, und r war ja das Quadrat des alten, war das Quadrat, Entschuldigung, das Quadrat des neuen Gradienten zusammengezählt mit den alten Gradienten, und das sind auch immer die Quadrate. Also die Quadrate der alten Gradienten, der ehemaligen Gradienten mit dem Quadrat des aktuellen Gradienten mit dazu, und damit wird das dem Kehrwert der Wurzel davon wird mein neuer Gradient skaliert. Das führt dazu, dass das Momentum nicht immer gleich groß ist. Ja? Bisher hatten wir ja einen festen Momentumwert, den wir quasi benutzen. Und hier wird jetzt das Momentum, die Größe, die Stärke des Momentums wird angepasst an die jeweilige Situation. Vor allem, die ändert sich auch wieder, wenn sich das Vorzeichen ändert. Und damit bekomme ich hier ein Momentum, das sich vor allem durch die Historie, das war der Hauptgedanke darunter, durch diese Historie noch stärker auswirkt als vorher. Das heißt, wenn wir hier auf einem Flatspot sind, dann wird die Schrittweite schneller, stärker, größer als beim normalen Momentum, und damit kann man eben schneller auch von so einem Flatspot wieder entkommen. Ja, hier die Implementierung dazu und die Parameter, gut, R wird mit 0 initialisiert. Das ist einfach die Summe, die immer weiterläuft über die Gradientenquadrate. Das Delta ist einfach ein Parameter, der ist nötig, um das Ganze numerisch stabil zu machen, weil hier steht 1 durch R oder 1 durch Wurzel R. Wenn das R mal 0 wird, das kann durchaus passieren, dann würde da 1 durch 0 stehen. Das ist nicht so gut. Ja? Und das selbst wenn er sehr klein wird, dann wird es sehr groß, dann wird die Schrittweite riesig groß, dann ja, werden plötzlich explodieren meine Gewichte. Deshalb begrenzt man den Nenner von dem Bruch auf einen Wert von 10 hoch minus 7. Der darf nicht kleiner werden als 10 hoch, der kann nicht kleiner werden als 10 hoch minus 7, weil eben Wurzel r ist positiv, und weil das ja alles hier auch Quadrate sind, das funktioniert also. Und selbst wenn Wurzel r gegen 0 geht, bleibt immer noch die 10 hoch minus 7 da stehen. Ja, sodass das numerisch ein bisschen stabiler wird. Das ist der einzige Grund von diesem Delta. Zu groß darf das Delta nicht sein, sonst gibt es einen Fehler in meiner Rechnung. Ja, es darf nicht stören, aber es muss dafür sorgen, dass uns die Gradienten um die Ohren fliegen. Das ist Adagrat. Wir schauen uns nachher an, was es bringt. Es bringt tatsächlich was. Es trainiert schneller. Dann gibt es wann war das publiziert? 2011. Ja, genau. Dann gibt es etwa zeitgleich vom Geoff Hinton eine Idee, die hat er RMS-Prop genannt. Das ist im Prinzip genau das Gleiche in Grün. Das Einzige, was er gesagt hat, hat gesagt, naja gut, wir wissen doch, wie man Momentum anwendet, nämlich Momentumparameter mal dem neuen, mal 1 minus, Momentumparameter mal dem alten, mal 1 minus Momentumparameter mal dem neuen. Und genau diesen Gedanken aus dem normalen Momentum hat er jetzt auch auf das adaptive Momentum angewendet. Und vorher stand hier einfach r plus g Quadrat, kommen wir zurück, ja, r plus g Quadrat, und jetzt sagt er eben, okay, das ist Parameter rho mal r plus 1 minus rho mal den Quadraten. Ja, da unten stehen sie wieder, also elementweises g Quadrat. Und das ist wieder das Gleiche. Der Geoff Hinton hat aus irgendeinem Grund hat er das hier anders formuliert. Er hat hier sein Delta in die Wurzel reingenommen. Ist Jacke wie Hose. Ja? Aus irgendeinem Grund hat er es so gemacht. Interessanterweise, das ist nirgends publiziert. Da steht unpublished. Ist tatsächlich so. Ja? Also Hinton hat es auf einer Konferenz mal erzählt. Und ganz viele Leute haben das sofort implementiert, und überall, in jedem Framework, überall gibt es RMS-Probe. Es gibt tatsächlich keine Publikation davon von dem Team. Deswegen fragen sich die Leute auch immer so ein bisschen, ja, ist das ein Schreibfehler, dass die Wurzel so ist oder dass die anders ist? Das spielt keine Rolle. Ja, spielt tatsächlich keine Rolle. Also, so wird das Delta W hier berechnet. Gleich wie bei Adagrad
Nur, dass wir jetzt das hier ein bisschen parametrisieren können mit dem Rho. Das bringt natürlich was, wenn ich das Rho groß mache, bekomme ich ein großes Momentum, wenn ich das Rho klein mache, bekomme ich ein kleines Momentum. Also ich kann hier einstellen, was ich beim Adagrad nicht kann. Und das ist natürlich schon was wert. Adagrad unterstellt quasi immer einen Rho von 0,5. Ja, da habe ich immer gleich viel vom Alten und vom Neuen mit drin, während ich hier unterscheiden kann. Und wenn man schnell sein will, also wenn das neuronale Netz schnell trainieren soll, dann brauche ich logischerweise ein großes Momentum. Das heißt, dann würde ich das Rho auch größer machen als 0,5. In vielen Frameworks ist die Standardeinstellung für Rho ist 0,9, ja, damit man einfach maximal schnelle das Training bekommt. Es kann passieren, dass das Training dadurch zappelig wird. Ja? Mit dem großen Rho wird mein Optimierer träge, hat eben einen großen Impuls sozusagen, der in die Richtung nur langsam wechseln lässt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die 0,9 dann manchmal auch zu groß sind. Aber dafür ist das Training sehr, sehr viel schneller. Ja, also RMS-Prop kann man schneller machen als Adagrad, weil man das Rho sehr groß machen kann. Dann habe ich noch einen drin, genau, das ist der Adam. Adam ist so ein gehypter Optimierer, der in vielen Frameworks als Standard eingestellt ist und der auch von ganz vielen Leuten einfach so direkt benutzt wird. Ist auch ein guter Tipp, den direkt einfach mal zu verwenden. Der Adam macht diesen adaptiven Gradienten ein bisschen komplizierter. Und zwar nimmt er sowohl diesen quadratischen Term mit, ja, das ist quasi RMS-Prop hier, als auch den nicht quadratischen, ja, den Term erster Ordnung hier mit. Man kann es zeigen, dass das besser ist. Es ist vor allem komplizierter, aber es ist auch besser. Die Erfinder haben hier die Parametrisierung ein bisschen anders gemacht, aber im Prinzip ist es fast gleich. Ja? Sie haben es hier Beta genannt, also der Momentum-Parameter für den Term erster Ordnung, der ist Beta 1, der für den Term zweiter Ordnung ist Beta 2. Und dann kann man eben erst die Brüche rechnen und dann nachher wieder den adaptiven Gradienten anwenden, genauso wie vorher auch, nur eben jetzt mit beiden Termen. Wer Schwierigkeiten hat mit der Mathematik als Informatiker, schaut sich den Quellcode an. Das ist da vielleicht einfacher sogar für Sie zu verstehen. Ja, also wir berechnen erst den M-Teil, dann den R-Teil, das habe ich wieder R genannt, so wie vorher auch. Dann die beiden Brüche und dann berechnen wir wieder mit 1 durch Wurzel aus das Momentum. Der eigentliche Vorteil, also wenn man das so anschaut, dann sagt man sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt haben wir hier 1000 Parameter zum Einstellen. Ja. Die Initialisierung, okay, die ist geschenkt, die ist immer 0, aber wir brauchen ein Beta 1, wir brauchen Beta 2, wir brauchen auch wieder das Epsilon, das wieder für die numerische Stabilität sorgt. Und wir haben hier noch auch die Lernrate. Gut, die haben wir eigentlich immer drin, die muss man sonst auch einstellen. Tatsächlich ist es aber sogar günstiger hier, weil es hat sich gezeigt, dass genau diese Parametereinstellung ziemlich gut ist. Ja, das heißt, Sie können Adam so benutzen, ohne was zu ändern. Es ist sogar tatsächlich mal so eine schlechte Idee, da was zu verändern. Ja, wenn Sie Beta 1 oder Beta 2 ändern, dann kann es sein, funktioniert es nicht mehr ordentlich. Also, das Schöne am Adam ist, dass Sie einfach die Einstellungen, so wie sie standardmäßig sind, verwenden können und das in 99% der Fälle sinnvoll ist. Also Sie müssen nicht rumprobieren, Lernrate ausprobieren, Decay-Parameter ausprobieren, Momentum-Parameter ausprobieren, weiß ich was alles ausprobieren, sondern Sie benutzen das mit den Standardeinstellungen und das ist schon mal halbwegs gut. Deshalb ist es tatsächlich
nicht nur Bequemlichkeit, sondern es ist auch eine gute Idee, wenn man anfängt mit einem neuronalen Netz, mit einem neuen Projekt, einfach mal den Add-in zu benutzen, weil das ist dann schon mal nicht ganz falsch. Ja, man kann dann später, wenn man optimiert, wenn man sein Problem besser kennt, kann man vielleicht hergehen und zu einem anderen Optimierer wechseln. Da, wo ich, ja, bei RMS-Prop kann ich dann das Momentum einstellen und kann mal gucken, oh, ich brauche vielleicht ein kleineres Momentum oder ich brauche vielleicht noch ein größeres Momentum. Und dann kann man das beim RMS-Prop machen und kann dort optimieren, was man hier nicht kann. Aber am Anfang ist es halt günstiger. Gut, da habe ich auch einen Vergleich gemacht, genau. Ich habe hier nur mal kurz in die Train-Funktion nochmal auf die Folie geschrieben. Ja, ich habe mir hier mit Hilfe der Helferlein-Funktion von Knet eine Train-Funktion geschrieben, die den Optimierer als Parameter mit, als Argument mitbekommt. Und damit kann ich jetzt das gleiche neuronale Netz einfach mit den unterschiedlichen Optimierern trainieren, sodass wir mal sehen, was da passiert. Das ist das Ergebnis. Ja, Sie sehen hier oben, was habe ich gemacht. Ich habe als erstes mal die Mini-Batches gemacht, 256 groß, dann den normalen SGD genommen, dann SGD mit Momentum genommen, dann den ADA-Grad, RMS-Prop und ADA. Also fünf Optimierungen gemacht, jedes Mal neu initialisiert, sodass ich jedes Mal ein neues neuronales Netz habe. Was wir als erstes sehen, das Ganze lief über zwei Epochen, glaube ich, oder so. Das wird man gleich sehen auf dem Plot. Und ich habe während der Epochen mehrfach 20 Mal pro Epoche die Accuracy berechnet, beziehungsweise und den Loss berechnet, sodass wir eine schöne Kurve malen können über zwei Epochen. Was wir als erstes sehen ist, die brauchen alle ungefähr gleich lang. Ja, also obwohl Adam mehr Rechnen beinhaltet und ein bisschen komplizierter ist, wirkt sich das auf die Performance vom Optimierer eigentlich nicht aus. Die Rechenzeit ist vergleichbar für alle vier, für alle fünf, da ist kein Unterschied. Wie sehen die Plots aus? Das ist vielleicht ganz interessant. Ja. Also das sind jetzt nur zwei Epochen hier. Ja, wir sind hier nur bis zwei Epochen oder ein bisschen mehr als zwei Epochen. Sie sehen als erstes mal in Blau den SGD. Ja, das ist der. Der kommt auch schön schnell runter. Haben wir ja schon gesehen, dass der nach einer Epoche auch schon ziemlich weit unten ist. Und geht da auch weiter runter. Aber wie eigentlich auch erwartet, der SGD ist nicht so gut wie die verbesserten Versionen davon. Ja, logisch, sonst wird man es ja nicht verbessern. Dann haben wir wieder in Orange das Momentum mit drin. Und Sie sehen, das Momentum fällt ziemlich schnell ab. Und wenn Sie da nach hinten gucken, das kommt da ganz da unten raus. Ja, also das normale SGD mit Momentum ist eigentlich fast schon nicht mehr zu verbessern. Ich habe hier 95% Momentum verwendet. Deshalb ist es so schnell, deshalb ist es so gut. Ja. Es gibt vielleicht andere Fälle, wo man keine 95% Momentum verwenden kann, weil es zu groß ist. Dann wird er langsamer. Richtig, ja. Also hier ist 95% Momentum und dann ist das Ding wirklich irre schnell. Ja. Braucht man eigentlich keine andere coole Verbesserung mehr. Das reicht. Aber ich habe jetzt natürlich auch drin ADA-Grad und RMS-Prop und Sie sehen, ADA-Grad geht auch ganz schnell runter hier, ja, geht ganz schnell runter und kommt auch da unten etwas so raus wie das Momentum. RMS-Prop, sehen Sie jetzt hier, der fällt sogar auch extrem steil ab und dann fängt er an zu zappeln. Ja, woran liegt das? 90% Momentum eingestellt bei RMS-Prop führt dazu, dass er schnell trainiert, dass er eben aber auch zappelt. Das heißt, die Schrittweite durch das große Momentum, die wird vielleicht auch zu groß. Er macht dann, wenn er zweimal in die gleiche Richtung gegangen ist, so einen großen Schritt, dass der dann zu groß ist und dann muss er wieder zurück. Ja, das sehen Sie hier an ein paar Stellen, dass er hier ein ganzes Stück weit mehrere Mini-Batches lang trainiert, ohne dass er besser wird. Da ist er zu weit gegangen. Ja? Hier war er an einer falschen Stelle und muss da erst wieder zurückfinden. Und dann kann er wieder runtergehen. Ja? Und dann geht er sogar ziemlich schnell wieder runter, weil eben, wenn er wieder die richtige Richtung hat, wird er auch wieder schneller.
Das heißt, RMS-Prop mit einem großen Momento eingestellt, macht immer sehr schnelle Schritte, ist sehr schnell unterwegs, schießt entsprechend vielleicht auch drüber raus. Wohingegen Adagrad eigentlich eher dem entspricht, dass wir RMS-Prop mit Momentum 0,5 haben. Also wenn wir jetzt RMS-Prop hier mit Momentum 0,5 einstellen würden, wird sich ähnlich verhalten wie Adagrad. Ja? Etwas langsamer sein, aber dafür weniger zappeln. Und dann habe ich den Adam noch mit drin, ja, also die Universalwaffe, die einfach so immer funktionieren. Und Sie sehen, wo ist der Adam? Der fällt auch ganz schnell ab, hier vorne. Und wenn wir hinten schauen, ja, der kommt hier raus. Ja. Der ist also von den verbesserten Versionen ist er tatsächlich der schlechteste. Hm. Ja, also alle Leute, die sagen, ich nehme nur Adam, weil Adam ist so toll. Adam ist nicht immer der schnellste. Ja, Sie sehen hier, Adam fällt zwar schnell ab, das tut er tatsächlich, ja, wenn Sie hinten gucken, der fällt am Anfang tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell ab, aber da hinten kommt er nicht beim kleinsten Los raus. Ja, dafür müssen wir uns keine Parameter überlegen. Ja. Also, welcher Optimierer ist jetzt der beste? Ich hatte es gerade schon angedeutet, das hängt davon ab. Ja, man kann es nicht pauschal sagen, welcher Optimierer wirklich der beste ist. Man kann nur sagen, überlegen Sie sich für jeden Anwendungszweck und für jeden Anwender auch. Ja? Also wie wieder beim Autofahren. Ja? Ich hatte ja schon ein paar Mal das Beispiel vom Autofahren. Ja? Der Lewis Hamilton, der fährt natürlich irgendein Auto, wo er in seinem Kopf mit 1000 Knöpfe hat und wo er auch von Hand vor allem schalten kann und so weiter. Weil er weiß, ich kann besser schalten als jede Maschine. Wenn Sie aber ein Fahranfänger sind, dann brauchen Sie vielleicht ein Auto, das nur ein Pedal und ein Lenkrad hat und sonst überhaupt keinen Knopf, weil Sie damit am besten fahren können, weil Sie vielleicht als Fahranfänger mit einem Formel-1-Rennwagen überhaupt nicht fahren könnten. Ja. Und dann ist es besser, mit so einem Ding zu fahren, als mit so einem. Deshalb, am Anfang ist Adam bestimmt eine gute Sache und mein Tipp tatsächlich auch, wenn Sie neu an was rangehen, kann man auch hergehen und sagen, ich probiere es mal mit Adam als erstes, weil da muss ich mir eben über die Parametereinstellung keine Gedanken machen. Das stimmt alles so ungefähr. Dafür kann ich es nicht so richtig optimieren. In dem Moment, wo ich so weit bin, dass ich wirklich Feintuning betreibe an jeder Ecke, da ist mir vielleicht der Adam zu pauschal. Da verwende ich vielleicht einen RMS-Prop oder ich verwende vielleicht tatsächlich einen SGD mit Momentum, wo ich eben auch wieder Mini-Batch-Größe, Void Decay, Momentum-Term individuell einstellen kann und ganz fein tunen kann. Und mit Feintuning ist tatsächlich SGD mit Feintuning ist tatsächlich SGD nicht schlechter als die modernen Optimierer. Ja. Definitiv nicht. Und es ist weniger Magie im Spiel. Ja? Man kann ziemlich gut nachvollziehen, was eigentlich passiert im neuronalen Netz und kann es vielleicht besser verstehen und kann, wenn es Probleme gibt, wenn es nicht richtig trainiert, wenn es nicht richtig generalisiert, wenn es manche Muster nicht lernt und andere zu gut lernt und so weiter, kann man das eher in den Griff kriegen, wenn man so einen einfachen Optimierer hat, den man versteht, als wenn man einen Optimierer hat, der irgendwie so kompliziert ist, dass man eigentlich nicht mehr so richtig weiß, was da passiert. Deshalb, es gibt nicht den besten Optimierer. Überlegen Sie sich einfach bei jedes Mal, welcher Optimierer für den Fall, den Sie gerade haben, der richtige ist. Ich habe hier nochmal eine schöne Animation gefunden, die für ein paar von diesen verbesserten Optimierern zeigt, wie die sich verhalten, hier auf so einer Sattelfläche. Und Sie sehen als erstes, vielleicht wenn Sie mal schauen, das Rote ist der normale SGD und auf einer fast perfekten Satteloberfläche geht das natürlich jetzt so hin und so runter und bleibt dann unten liegen. Ja, der SGD, der immer nur bergab geht, der fängt irgendwo an, Sie sehen es, und bleibt dann da liegen und das war's dann. Die Schrittgröße wird immer kleiner. Wenn wir noch Momentum dabei haben, dann führt das dazu,
dass er das Grüne etwas überschießt und hin und her geht. Und in dem Fall ist es jetzt tatsächlich passiert, dass durch dieses Hin und Her gehen irgendwann ein winzig kleiner Rundungsfehler passiert, der dann dazu führt, dass das Ding tatsächlich sich anfängt in Bewegung zu setzen. Und irgendwann fängt er dann auch an, darunter zu gehen. Und wenn wir jetzt die Adaptiven nehmen, Ada Delta hatten wir jetzt nicht besprochen, aber Ada Grad und RMS-Prop, dann sehen Sie, dass das tatsächlich Optimierer sind, die dadurch, dass sie die Historie mitnehmen, auch kleine Veränderungen in der Historie mitnehmen und deshalb aus solchen Situationen, die für den SGD dann die Endstation sind, relativ gut entkommen können. Ja, das Bildchen hier ist wahrscheinlich eine Werbung für Ada Delta, weil der hier am besten abschneidet. Aber Sie sehen eben auch, RMS-Prop und Ada Grad schaffen es relativ gut, da zu entkommen. Aber auch wieder unser billiges Momentum, auch, ja, sogar gar nicht schlecht. Ja, unser billiges Momentum ist jetzt oben. Jetzt saust er aber los und dadurch, dass das Momentum eben immer größer wird, wenn es in die gleiche Richtung geht, überholt unser billiges Momentum sogar die adaptiven Optimierer mit der Zeit. Ja, also, man sieht es hier, glaube ich, sehr schön, wie die sich verhalten. Ja, ich habe noch mal ein Video für Sie. Schauen wir uns auch gerade noch mit an. Gut, das ist jetzt ein bisschen mehr von oben drauf geschaut, auf eine kompliziertere Fläche. Wo man eben auch wieder sieht, was macht denn der SGD, die rote Linie, warten wir mal, bis es anfängt, jetzt SGD rollt los und rollt immer dem Gradienten nach bergab. Ja, mit einer relativ, jetzt sehr langsam, weil das hier einfach mit einer sehr kleinen Lernrate gerechnet ist. Schauen wir das Momentum an, dann stellen Sie fest, das Momentum macht, solange es in die gleiche Richtung geht, immer größere Schritte. Das heißt, der schießt ordentlich über das Ziel hinaus, schießt da hinten in dieses Tal gegenüber rein, saust dort noch hin und her. Solange er kleine Schritte macht, langsam. Sobald er wieder größere Schritte machen kann, wieder schneller. Und kommt am Ende dann aber doch tatsächlich relativ schnell auch wieder unten an. Ja, dadurch, dass er Fahrt aufnimmt, sobald es in die gleiche Richtung geht, mehrfach, holt er die anderen auch wieder ein. Und die Adaptiven sind eben wieder so ein Kompromiss. Ja, die Adaptiven machen so einen Kompromiss, die überschießen auch, das sind ja auch Momentum-Methoden, aber dadurch, dass das Momentum adaptiv ist, überschießt es nicht ganz so stark wie das normale Momentum. RMS-Prop hier wieder ein bisschen mehr als Ada Grad. Das heißt, sie kehren quasi schneller um wieder in die richtige Richtung. Ja, RMS-Prop Momentum überschießt relativ weit RMS-Prop, wenn man einen großen Parameter ansetzt, überschießt auch relativ weit. Das ist aber nicht schlecht. Also als abschließende Bemerkung vielleicht zu diesem ganzen Thema. Man könnte jetzt denken, dass die Optimierer, die hier in der falschen Gegend unterwegs sind, ja, die irgendwo hinschießen, wo sie gar nicht hin sollen, dass die schlecht sind. Das stimmt nicht. Denn haben Sie immer im Hinterkopf, wie unsere Fehlerflächen aussehen. Unsere Fehlerflächen sind zerklüftet. Die haben falsche Minima, die haben Hügel an der falschen Stelle. Da ist das Minimum, wo wir hinwollen, ist vielleicht hinter einem Berg, wo man gar nicht so rüberkommt. Und da ist ein Optimierer, der mal überschießt, der mal ganz weit in die falsche Richtung geht. Der ist gar nicht schlecht, weil der hat eine Chance, das Minimum hinter dem Berg zu finden. Während einer, der eben relativ schön runter geht, der hat keine Chance, das Minimum hinterm Berg zu finden. Und immer dran denken, dieses zufällige Fehler machen, ja, zufällig am Kabel ziehen, das ist das, was unsere Optimierungsalgorithmen überhaupt erst möglich macht. Und deshalb ist dieses Falschgehen nichts Schlimmes, sondern dieses Falschgehen ist was sehr Gutes. Dieses Falschgehen ist genau das, was wir brauchen von unseren Optimierern, damit die richtig gut funktionieren. Ja, deshalb diese Animation bitte nicht missverstehen, sondern zeigt genau das, worauf es ankommt, nämlich bei unserem Optimierer. Ja, das waren die Optimierer. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Das sind jetzt die Tricks gewesen, die Sie brauchen, um Ihre neuronalen Netze zu trainieren. Hier nochmal in der Zusammenfassung, ja. Die Aktivierungsfunktionen für die unterschiedlichen Fälle, die Mini-Batches mit den unterschiedlichen Anwendungen. Mini-Batches sorgen für Neues, für Zufall. Mini-Batches sorgen für Geschwindigkeit. Beides ist wichtig. Ja, Normalisierung nicht vergessen, Batch-Normalisierung, eventuell Initialisierung, je nachdem, welche Aktivierungsfunktion Sie haben, müssen Sie vielleicht anders initialisieren. Flat-Spot Elimination ist ein Thema, das bei vielen neuronalen Netzen wirklich, wirklich relevant ist. Und natürlich unsere Optimierer, das liegt etwas näher als die Flat-Spot Elimination, weil man die Optimierer immer explizit einstellen muss. Tatsächlich haben Sie gesehen, die meisten modernen Optimierer funktionieren. Das heißt, das ist nicht wirklich kritisch, welche man da nimmt. Obwohl hier am meisten drüber geredet wird, sind eigentlich alle anderen Punkte wichtiger als die Optimiererauswahl.